Willkommen zum Was wäre, wenn, würde ich sagen, oder? Halleluja. Halleluja. Gut. Bevor wir mit dem Was wäre, wenn loslegen, würde ich gerne noch ein, zwei Worte sagen. Ja, bitte. Zum Ersten, alle, die das jetzt live sehen und alle, die jetzt hier gerade noch live sind, an erster Stelle frohen internationalen Kampftag der Arbeiterklasse. Heute feiern. Das muss ja auch mal gewürdigt werden. Und 1. Mai haben wir hier. Geld. Und ja, ansonsten würde ich noch ankündigen, gerade mal, ich weiß nicht, könnt ihr vielleicht mir gleich mal sagen, wer da überhaupt mitspielt. Die nächsten Abenteuer, die wir jetzt vorhaben, sind, wo wir noch keinen Termin haben, aber wir spielen jetzt als nächstes erstmal ein, nachdem die Herrschaft der Schatten-Saga beendet ist, spielen wir jetzt erstmal ein Space-Abenteuer ohne Titel, was noch keinen Titel hat. Was noch einen Titel kriegt demnächst. Ja, das wird wundervoll. Wieder mit Spieleleiter Mordi. Da, also ich bin auf jeden Fall mit dabei. Kann mir Mordi vielleicht sagen. Auch. Prof ist auch, Ikeriko ist auch mit dabei. Und ich weiß nicht, wer noch mit dabei ist. Kannst du mir da was sagen? Discord auf jeden Fall. Yumi hat auch gesagt, vielleicht, aber dann vielleicht noch eine andere. Me don't know. Ein oder zwei andere vom Server. Wir haben jetzt eine große, wir sind jetzt noch ein paar andere Spiele auf dem Server gekommen. Also da gibt's noch, vielleicht noch andere machen. Und ja, genug Auswahl. Und ich sag schon am, aber es gibt noch kein Datum. Ich sag mal vorsichtig Juni, also das wird zwar dann vielleicht auch Juli, kann sich vielleicht auch nach hinten verschieben. Machen wir ein Pen and Paper Politik-Abenteuer mit in Real Life und Real Life Regeln. Bin ich ganz stolz drauf, da werde ich den Spielleiter machen. Und mit einem ganz neuen Trupp, mit einem ganz neuen bunten Trupp, da wird vom Standardsteam außer mir nicht mehr viel übrig bleiben. Aber das kann auch nur großartig werden. Da könnte ich drauf freuen. Ich weiß schon von dreien, die da mitmachen werden. Ob da noch ein Vierter dazu kommt, weiß ich, kann ich auch noch nicht sagen. Aber das sind die nächsten, gibt es noch keine Termine, aber da könnte ich schon drauf freuen. Spaceship Abenteuer haben wir jetzt als nächstes mit Modi als Spielleiter und zwei aus unserem Team jetzt zumindest. Und dann, und danach gibt es ein kleines Politik Adventure. Könnt ihr euch auf mich als Spielleiter, meine erste Erfahrung als Spielleiter mal freuen. Das kann ja auch nur in die Hose gehen. Mal schauen. Nach heute kann ich sagen, Orgie im Bundestag ist nicht mehr unrealistisch. Ach. Wenn man als Spielleiter die Spieler gut beherrschen kann, das ist meine. Das kann kein Spielleiter. Glaub das stimmt, mir. Das stimmt. Nein. Stimmt, da hast du auch recht. Das ist nicht möglich, das schließt sich aus. Ja, aber es ist. Die Physik würde zerstört werden, wenn das passiert. Ich habe lang genug Vorbereitungszeit, ich denke, ich werde es schon irgendwie. Wenn nur halb so viel Chaos ist in meinem Pen and Paper Politikamteur wie hier in diesem Stream heute, dann ist das schon. Das ist doch schon ganz gut. Ich hasse alles. Ja, Modi muss mir noch beibringen, wie man dieses Programm hier bedient. Roll20, wie ich da Bilder und Audios und so weiter einfüge. Ja. Aber das nicht heute. Nein, bitte nicht. Nee, das bestimmt, ganz bestimmt nicht heute. Ich bin auch kaputt. Alle anderen sind auch kaputt. Ja, dann will ich will jetzt nur noch eine Rauffahrertapete starren. So wie Gorin am Ende. Wir haben Mordi gebrochen. Ihr habt mich heute wirklich zerstört. Ich hoffe, wir kriegen wieder zusammengefixt, damit das Spaceship-Abenteuer und zukünftige Abenteuer noch kann. Ja, ich kann dir wirklich versprechen, wenn ihr da irgendeine Scheiße baut, ihr seid tot. Ja. Sofort. Also geht das Abenteuer in 20 Minuten. Ihr habt ein bisschen Limit, aber ja, da werde ich echt gnadenlos sein. Hier war es mir jetzt eigentlich herzlich egal, wie ich es mache. Es war klar, dass es zu Ende geht.
also habe ich einfach alles an Ideen, was ich hatte, ausgepackt. Morty wird ein härterer. Ihr habt trotzdem alles zerstört. Also Morty wird ein strengerer. Also Morty versucht, ein strengerer Spielleiter zu werden. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Gut, dann erzähl uns doch mal, was wir hier jetzt ausgepackt haben. Was wäre, wenn... Ja, der Anfang war schon mal nett. Was haben wir denn verpasst? Der Anfang mit dem Kampf war... Zufallsevent. Es war sehr cool. Ja, am Anfang sind wir über die Brücke gekommen. Das ist, da haben wir da dann... Was war? Ja, ihr seid durch die Brücke gekommen und... Auf dem Weg zum Krankenhaus haben wir direkt alles zerlegt. Was ist denn eigentlich passiert, sag mal? Im Berg wurden erstmal die Eier zerlegt. Das wurden mir erstmal die Eier geklaut. Das sag ich ja mit alles. Ja. Okay. Was ist denn da überhaupt passiert? Ich bin ja dann irgendwann rausgegangen, weil es mir... Oder das war erst im Krankenhaus, aber... Ich habe da auch nicht zugehört. Ich habe da ein Buch gelesen. Ja, Krankenhaus. Lief eigentlich so wie geplant. Auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, dass der Zwerg eingesperrt und ruhig gestellt wird. Hab ich auch nie mitgerechnet. Das war für Gorin einfach passiert? Das war für Gorin einfach ein Horrorabenteuer. Das ist aber. Ja. Ja. War es. Ist alles so gelaufen, wie es sollte. Gut. Charakter habt ihr ruiniert. Aber. Ihr, Bro? Ja. Genau damit. Ich muss mal sagen, ich bin mit dem Ende von Gorin zufrieden. Das ist das. Auch das mit dem. Es hätte epischer sein. Das mit dem Seitenwechsel fand ich auch relativ episch. Das wollte ich dir im Abenteuer sagen, aber das habe ich dann nicht gemacht. Das wollte ich mir für ein das was wäre wenn aufheben. Das wirklich lustigerweise noch. Ich habe in den letzten Tagen vor dem Stream habe ich mir noch gedacht. Ich war am Überlegen, ob ich dich mal anschreibe und dich mal darum bitte, dass du mal sowas einbaust, dass du mich mal als Gori in die Seiten wechseln lässt, dass du mich da. Deswegen war ich so. Das hast du mir vor dem allerersten Abend schon gesagt, dass du das gern irgendwann hättest. Deshalb habe ich das so eingebaut. Ja, habe ich jetzt nicht mehr gesagt, aber. Deswegen habe ich mich. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass das mal passiert ist da. Ja, also Krankenhaus lief so wie geplant. Ihr habt die Sachen rausgefunden, die ihr rausfinden solltet. Ihr habt eure Quest bekommen. Und dann ist die Shitshow losgegangen. Was? Dann sag uns mal, was du geplant hättest. Was setzt du uns? Dieses komplett vermiente Einkaufszentrum. Ich habe damit gerechnet, dass ihr ausweicht, dass ihr darauf achtet, dass ihr gut... Durchkommen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Zwerg die Tür einhaut blind und taub und einfach wie so ein Panzer da durchgeht und einfach alles lootet. Ja. Da muss man halt rechnen, das ist so jetzt. Yes, you do. Ja, das war... Ich hätte damit rechnen müssen. Kann ich mir... Nicht zu. Gut, dann ich habe ja auch einiges an Material zum Lernen, dass ich immer weiß, worauf ich mich einstellen kann bei meinem Abenteuer, wo ich dann spiele. Das ist dann wo ich dann den Spieler. Das habt ihr geschafft. Ihr habt es geschickt vermieden zu kämpfen, indem der Zwerg sich komplett durchgetankt hat. Ja. Was ich mich gefragt habe, was hätten wir gemacht, wenn wir dann wirklich abgehauen hätten und gesagt hätten, Scheiß drauf, der bringt uns nichts mehr, was ich ja vorhatte, wo ich dann gemerkt habe, der will uns irgendwie nicht helfen und der Typ dort in dem Zentrum will da nicht, der Zauberer. Dann hättet ihr irgendwie eine Lösung finden müssen. Das habe ich mir nicht überlegt, weil ich nicht damit rechne, dass ihr sowas verkackt. Und wie hat er uns jetzt im Endeffekt geholfen? Er hatte uns die Runen gegeben. Ganz genau. Okay, wie hat er jetzt im Endbosskampf geholfen? Da waren wir irgendwie auch. Der hat mit an der Maschine gearbeitet. Was für ein Ding? Der hat mit an der Bogen. Ja, der Bogen zum Beispiel, er hat das Ganze bei dem ganzen Zeug mitgearbeitet. Okay. Damit ihr effektiv. Kam jetzt irgendwie nicht mehr so rüber. Das habe ich vielleicht ein bisschen untergegangen. Er hat auch die Waffen von den ganzen Leuten damit. Benutzt es aber, haben die euch überhaupt helfen können. Es kam für mich ein bisschen so rüber, als ob, warum. Im Endeffekt war es ja egal, dass wir irgendwie jetzt zu den anderen Orten gegangen sind. Also, wir hatten nichts davon, dass wir im Sumpf waren, wir hatten nichts davon, dass wir beim Einkaufszentrum waren. Ihr hattet was davon, die standen jetzt nur nicht neben euch.
Wie gesagt, der eine hat euch mit der Vorbereitung komplett geholfen und der andere hat überhaupt dafür gesorgt, dass ihr überhaupt zum Eingang kommt, ohne zu sterben. Okay. Das ist, also ich hatte so den Eindruck, dass das hätten wir auch lassen können, einfach loslegen können, da wären wir auch durchgekommen. Hätten wir auch können, aber... Dann wäre der halt direkt gestorben. Da, jetzt hattet ihr 9 Gegner statt 900. Okay. Ja, hätte man vielleicht nochmal betonen müssen. Wobei, ich bin ehrlich, ihr werdet wahrscheinlich einfach durchgekommen. Logisch. Macht Sinn. Okay, was war mit dem Sumpf denn? Lief halbwegs gut. Am meisten hat ja gefehlt bei dem Wasser dort unten, bei dem Boots dort. Tja, ist ja dann alles zerstört worden. Ja. Was war denn? Beim Sumpf. Alles war so geplant, dass... Was war geplant beim Sumpf? War so ein bisschen als horrormäßiges Ding geplant, dass ihr euch mit ihm verhandelt und so weiter. Beziehungsweise eigentlich war es gedacht, dass der Zwerg ihn im Kampf wirklich besiegt. Das habe ich ja gemacht. Naja. Ja, deshalb hat er euch auch geholfen. Ich meine, ich habe ihn besiegt. Gerechnet. Ich habe ihn gespalten und ich war siegreich und zerstand da auf dem... Das waren sie. Ja, deshalb hat er euch auch geholfen. Deshalb hatte ihr überhaupt einen Verhandlungspunkt. Das fand ich auch damit gerechnet, dass der Zwerg irgendwie da oben drauf geht, weil ich habe extra dafür gesorgt, dass das ein Ork ist. Das weil war ich relativ, den Kampf wollte. Das war relativ geplant, da habe ich auch gesagt, wenn ich als du Ork gesagt hast, war für mich klar, dass das, ich mache genau das. Da habe ich dann nicht mehr überlegt, was ich mache. Da hatte ich den Plan schon vor Augen, da hatte ich schon gesagt, da mache ich jetzt genau, den werde ich jetzt bekämpfen, bis ich den zweispalte. Das mit dem See war absolut gar nicht geplant, da habe ich einfach Impro, das war Impro von mir. Das war eine komplette Impro. Du meinst deinen buchstäblichen Selbstmord? Den buchstäblichen Selbstmord dort. Ja. Ja, ich hatte damit gerechnet, dass du vielleicht im Kampf mit ihm stirbst oder sowas, aber... Da war ich kurz ein bisschen traurig, weil ich gedacht habe, da will ich jetzt so wollte ich den Charakter eigentlich nicht sterben lassen, aber... Ja. Ich hatte halt damit gerechnet, wenn du stirbst, dann kommst du halt als, in dem Fall als Untoter wieder. Weil es bietet sich an. Es würde dazu passen. Vor allem, weil die Axt war halt von Anfang an wirklich genau so geplant. Je mehr Leute du umbringst, desto stärker wird das Ding erst, bis es überlädt und dann im ganzen Umkreis eine fette Explosion erzeugt. So ist diese scheiß Höhle am Anfang eingestürzt bei denen. Und Yumis Pfeile waren auch viel zu overpowered, das war im Bosskampf ja dann. Über die Pfeile reden wir nicht. Dadurch, dass der Zauberer die Möglichkeit hat, das zu verstärken und so weiter, das ist halt, ich glaube, das System ist einfach kacke. Das war ein bisschen OP. Ich hab schon gesagt, die Tatsache, dass der Zauberer so scheiß viel Glück hat und eigentlich, dass er halt nur zaubern kann eigentlich. Und dass er die doppelte Menge vom maximalen Mana hat, hat das System gebrochen mit der Tatsache, dass er halt gelernt hat, wie man Runen macht. Da habe ich schon viele Punkte in eigentlich total unnützen Scheiß reingepackt. Ja. Ich habe 50 Punkte in Fechten, also... Ich hatte auch Punkte massenhaft in unnütze Scheiße, die ich nie gebraucht habe. Ich habe total halt viel benutzt, Pflanzenkunde gehabt, ich hatte Magie nie benutzt. Handel, Humor, Überreden, Menschenkenntnis habe ich eigentlich nie gebraucht. Hättet ihr jederzeit benutzen können. Ihr habt es halt nicht gemacht. Ja, aber es war nicht möglich. Hättet in jeder Situation alles benutzen können. Ja, das hättest du auch über Kampffähigkeiten gesagt, wenn ihr euch entschieden hättet, alles über Verhandeln und so weiter zu lösen. Oh nein. Zum Beispiel Kochen. Wie zum Teufel hätte ich mit dem Zwerg im Bunde bitte verhandeln sollen? Ganz im Ernst. Das ist nicht meine Schuld. Das stimmt. Jeder einzelne Gegner hier, außer die Random Encounter, sind durchaus möglich mit Verhandeln, mit sozialem Zeug, mit Bestechen oder sonst was. Das macht auch so viel Spaß. Gut, ich meine, den Ork habe ich dann ja mehr oder weniger überredet, den Zwerg aus dem See wieder rauszuholen, aus dem Tümpel. Es macht doch keinen Spaß, das Überreden und Taktieren, das ist da. Wir machen hier kein Politikabenteuer. Das ist da. Ja, ihr macht das Abenteuer, was ihr wolltet. Ich meine, es war für mich von Anfang an relativ klar, okay, das ist keine von diesen Truppen, das ist keiner von den rollenspielintensiven Gruppen, das ist nicht das. Okay, das sind auf jeden Fall die Massenmordidioten. Gut, legen wir es darauf aus.
Aber Morty, was ganz Schlimmes, was ganz Schlimmes habe ich gemacht. Ja. Ich habe vergessen, die Pisse einzusetzen. Verdammt. Ich habe die verdammte Pisse nicht eingesetzt. Du hast die Pisse nicht eingesetzt. Ich habe die Pisse nicht eingesetzt. Die ist mit explodiert. Die ist damit mir. Ja, die hat sich auf allem verteilt und hat alles geheilt. Ich hatte so viele Sachen im Inventar, die ich noch einsetzen hätte müssen. Die Pisse, den Schutt aus der Vorrunde. Das ist Heiltränke. Heiltränke. Aber wo hätte ich denn die Heiltränke einsetzen sollen? Wann? Du hättest in jeder Zeit saufen können, du hättest jemandem geben können. Ihr wart, ich sag's, wir haben kein, massiv overpowered, dass ihr nicht mal Schaden gekriegt habt. Wir haben kaum Schaden bekommen, das wäre, war nicht nötig. Ich hab zwei Schaden bekommen von der Hake, ja. Ja. Also ich hab mal, ein Ei verloren, das ist schon. Am Anfang war es noch alles cool. Dann kam der Schuss, dann fand ich hab nicht, ich mir schon Gedanken gut gemacht. Vielleicht ist sind sie ein bisschen zu stark für die Kampagne. Nein. Nein. Die Endgegner schon machen. Boom, 80 Schaden. Er hat genau 80 Lebenspunkte. Ah, fuck. Aber was wäre am See passiert, wenn der Kleinvermieter nicht gewesen wäre? Ja. Wenn er nicht die Beschwörung verkackt hätte, obwohl ich nicht mal weiß, warum er beschworen hat, da war ein ganz klarer Weg. Es war nicht eine Gefahr erkennbar, aber gut. Beschwörung verkackt, es passiert was Randommäßiges. Wir hatten gerade einen Joke über Vermieter. Was wäre passiert, wenn wir keine Beschwörung gehabt hätten und da friedlich aufs Boot gegangen wären und uns da... Ja, ich sag mal so, ihr habt vermutlich so eine Stunde übersprungen oder so. Was wäre in der Stunde passiert? Erzähl es uns. Geplant wäre gewesen, dass ihr auf diesen Schmuggler-Piratentypen trefft, mit ihm Unterhaltung führt, eventuell verhandelt, vielleicht kriegt ihr von ihm noch eine kleine Sammelaufgabe oder sowas. Dann hättet ihr das Zeug gesucht, hättet doch mal würfeln können, ob er euch nicht verrät oder sonst was. Hätte er übrigens getan. Wenn ihr ihn nicht aus der Wohnung geworfen hättet, hätte es eventuell noch einen Kampf gegeben. Gut, dass wir es gemacht haben. Ja, es hätte halt alles Auswirkungen aufs Ende gehabt. So, habt ihr ihn ausgezogen, beleidigt, sein Haus, ihn aus dem Haus geworfen und sein Haus gesprengt. Mein Haus, bitte. Mein Haus. Dein Haus. Ja, wirklich, Prioritäten. Das Spannendste ist jetzt das Finale. Wie hast du das Finale geplant? Am Anfang, das war doch so geplant. Dass ich da als Zwerg da reingehe, dass da mich... Ja, das war geplant, stimmt. Dass du übernommen wirst, das war geplant. An einem Punkt von dem war... Das ist da. War es relativ klar. Dann seid ihr rein, habt den ersten Boss gewone-shottet, der eigentlich euch und den halben Raum hätte zerlegen sollen, weil er scheiß viel Schaden macht, aber gut. Haben wir nicht mitbekommen. Hätte ein schwerer Kampf werden sollen, war es nicht. Seid ihr nach oben, dann ist die richtige Scheiße passiert. Da ist der Typ gestolpert, ihr habt ihn zerlegt. Zweiter Boss erledigt, dritter Boss erledigt. Ja, ich hab gelernt, gut, Bossen gebe ich nicht 80 Leben, Bossen gebe ich 800 Leben. Gut. Hä, der eine Boss im ersten Abenteuer, der hatte 200 Lebenspunkte, oder nicht? Der hatte 200 und dann den habt ihr euch... Der härteste. Habt ihr wirklich, wirklich Probleme gehabt? Der härteste Boss in dem ganzen Abenteuer war der Faustkämpfer, du als leicht geplant hattest, den du als leichten Gegner geplant hattest. Den ich als eigentlich Herausforderung geplant hatte, ja. Du sollst aus diesen Fehlern lernen und einfach mehr solche Charaktere als Bossgegner nehmen und den Endbosser einfach eher als Zwischengegner nehmen. Das ist aber ganz ehrlich, der Faustkämpfer war aber nur so schwierig, weil wir wirklich nur die Fäuste einsetzen konnten. Also hättest du mit der Axt zum Beispiel, die mal eben 5W10 Schaden macht. Na, der Werwolf war auch nicht übel. Der Werwolf in Teil 2 war auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Ja, der war gut. Die waren alle etwas schwächer. Du hast die Bossen hier zu schwach. Ja, 80 ist zu wenig. Der Werwolf hatte 70 Leben. Ihr habt halt wirklich jedes Mal, wenn ihr angegriffen habt, gefühlt doppelten Schaden gemacht, plus Effekte, plus das und dann noch an irgendeiner üblen Stelle. Ja, Würfelglück. Manchmal kann man auch Würfelglück haben. Das ist halt Zufall bei
Ihr hattet halt einfach so super viel Glück. Ihr seid da einfach rein und ihr seid wieder raus. Ihr hättet nicht rauskommen sollen, eigentlich. Tja, ich bin ja auch nicht rausgekommen. Algorin ist ein Tor. Ja, aber nur weil du endlich das scheiß Schlaglimit für deine fucking Axt gemacht hast. Jo. Das hätte eigentlich irgendwann mittendrin passieren sollen, aber du hast nie getroffen. Epischer Sieg. Epischer Sieg, Modi. Das ist epischer Sieg. Ja, für dich war es episch. Eigentlich war es geplant, ihr kämpft eine Weile gegen die. Irgendwann taucht dann aus dem Turm der tatsächlich Gegner auf. Ihr benutzt diese Waffe, öffnet ein Portal. Wenn ihr den Verrat von dem Typen erkannt hättet, dann hätte alles funktioniert. Und der Turm wäre mit euch zusammen eingestürzt. Gab es da auch eine Story, die er erzählt hätte oder so? Die er... Ja, er hätte euch nochmal das vom Anfang erzählt. Dazu kam es nicht. Jetzt, wo wir jetzt das Abenteuer abgeschlossen haben, kannst du uns mal erzählen, was wir bei dem Typen am Ende des ersten Teils erfahren hätten, wenn Silvana ihn nicht mit dem Pfeil durchlöchert hätte oder ihm die Kehle gestoßen hätte oder was wir jetzt hier erfahren hätte? Was wären das gewesen? Das sage ich euch nicht, das habt ihr nicht rausgefunden, diese Information steht euch nicht zu. Oh. Ich meine, jetzt ist es vorbei, jetzt kannst du uns ja sagen, das ist ja jetzt eigentlich... Ja, das ist schön, das ist aber Geschichte in dieser Welt, das heißt, ich werde da wahrscheinlich nochmal Referenzen machen. Okay, du wirst nochmal einbauen. Das nochmal benutzen können. Du wirst also nochmal einbauen, also, na dann ist das... Ja, ich werde das wahrscheinlich nochmal einbauen. Das ist jetzt auch schon Ewigkeiten Teil von der Lore von der Welt. Also werden wir es nie im Leben erfahren, niemals. Falls ich mal tatsächlich ein Buch schreiben sollte, dann könnt ihr es lesen. Wir werden immer die Gegner sofort töten und nie die Story holen. Den Verdacht habe ich langsam. Da werden wir 100 Jahre alt werden und wir werden 100 Jahre bei den Paper spielen können. Also, das ist gut. Wenn ihr jetzt nicht erkannt hättet, dass das Ding manipuliert ist, dann wäre das Portal für den Turm viel zu klein gewesen. Und irgendwer hätte da bleiben müssen und das nochmal mit irgendwas verstärken. Also irgendwer hätte sich opfern müssen für das ganze Ding. Wäre epischer gewesen, damit die anderen rauskommen können und so weiter. Ist nicht passiert. Der Zwerg ist explodiert. Punkt. Ja, auch schön. Ja. Ich hätte das mit... Das hätte ich tun sollen. Ja. Es ist halt... Ich bin wirklich beeindruckt. Ich schreibe, ich glaube, 3 mögliche Enden, die ihr hättet machen können. ihr nehmt Nummer 7. Ja, das ist... schreib 3 Enden und lass da... Guck links und rechts, dass die Enden so weit auseinander liegen, dass dazwischen alles möglich ist. Und rechne damit. Das ist halt... Ja. Lustig ist auch, der Bard ist nie in den kritischen Bereich gekommen, wo tatsächlich mal die ganze Sache aus dem ersten Teil am Ende relevant geworden wäre. Ich wäre doch für mein Abenteuer. Er ist einfach nur besoffen gewesen. Ich wäre doch für mein Abenteuer einfach dann rechnen müssen. Ich habe, glaube ich, gar keinen Schaden bekommen. Ich weiß. Das war der Kampfintensivste. Da hättet ihr Schaden kriegen sollen. Es passiert einfach nicht das, was du geplant hast. Damit muss man einfach leben und lernen zu rechnen. Ich hab damit gerechnet. Ich hab nur nicht damit gerechnet. Tja, jetzt halt damit rechnen müssen. Ich hab den Unberechenbaren. Ich hab das Ding über drei Wochen vorbereitet. Ich sehe das so. Tut mir schon ein bisschen sehr leid. Ja. Alles gut. Ich hab die Texte noch. Vielleicht irgendwann mal. Modi. Meine Idee wäre halt, was ich jetzt aus meinen eigenen Vorbereitungen sehe, du musst den Spielern halt die anderen Wege so unattraktiv machen, dass sie den Hauptweg nehmen, den du von dir genommen hast. Also das musst du halt. Ich meine, zum Beispiel hier bei dem Abenteuer, wenn wir jetzt nichts zu dem Ort, wenn wir nicht zum Einkaufszentrum gehen und uns trotzdem dann entscheiden, lieber im Krankenhaus zu bleiben, dann musst du es halt einfach. Dann wird es wahnsinnig unspannend und unattraktiv. Da bis die Leute dann merken, okay, vielleicht sollten wir langsam mal hier weggehen. Das wäre auch so gewesen.
Aber das habt ihr nicht gemacht. Das habt ihr gut hingekriegt. Ihr habt nur dann alles zerstört. Ich meine, ganz ehrlich, bestes Beispiel ist halt wirklich dieses Einkaufszentrum. Ich habe alles da drin vermint. Ihr habt regelmäßig drauf achten müssen. Der Zwerg, ich gehe da durch. Ich gehe weiter. Da muss man halt dann sagen, du findest nichts. Das ist halt da. Fünf plus sämtliche Angriffe von dem einen Typen. Wie gesagt. Warum stirbst du nicht? Also dieser Armor-Schutz ist halt einfach krank. Also wenn der Feuerball halt immer nur 1d10 Schaden macht und die Rüstung absorbiert 20. Ja, der Schwache. Der sagen ist wir, jetzt nicht so tödlich geplant gewesen, aber wenn es halt eine Stufe 3 gewesen wäre, dann hätte es trotzdem Schaden gemacht. Sagen wir ja eigentlich gedacht. Sagen wir einfach, wir verbieten für zukünftige Abenteuer Magier. Das ist einfach. damit das nicht mehr so solche Ausnahmen annimmt. Für mindestens ein Fantasy-One-Shot will ich einen Chaos-Magier spielen. Der wird noch überarbeitet, aber ja. Das wird doch wieder genauso schlimm wie hier die. Keine Sorge, es wird schlimmer. Lustig. Es wird schlimmer. Wenn ich weiß, dass jemand das spielt, dann schreibe ich einmal die Story, dann schreibe ich nochmal eine Story, schreibe ich nochmal eine, nehme ich alle drei, pack sie in den Mixer, nehme die Schnipsel, klebe sie zusammen und das wird das, was ihr spielt. So, ich glaube, so muss man das auch machen als Spieler. Das ist einfach, so muss man das halt sehen, die Schnipsel sehen. Die Schnipsel fügen können. Das ist die dann. Die einfach von, wenn sie nach B gehen statt nach A, musst du halt wie nach A bearschen. Dann musst du halt. Ja, ich sag's aber ganz ehrlich, wie es ist. Das Problem ist halt einfach, dass mindestens ein Charakter von euch wirklich massiv overpowered ist. Eher so Richtung 2 bis 3 von euch. Wie wär's mit allen? Ich meine. Ja, Levi war halt schon krass und der hat es dann auf alle übertragen. Er ist sehr, 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 sehr krass. Ich sag nur alleine, der erste Bossfight mit dem Wurm, das war halt. Das war schon lucky und ich habe den extra nicht häufig eingesetzt. Ja. Ja, das hättest du machen können. Darauf wäre doch alles klargekommen. Diese Unmenge an Mana, die du hast. Schwierig. Aber ist passiert. Hätte man mit rechnen müssen. Ist mit den Runen. Ist passiert. Habe ich nicht mitgerechnet. Ist massiv zu stark in jeglicher Hinsicht. Mit dieser Menge an Mana. Also ich habe halt nicht umsonst alle Punkte, die ich konnte, in Magie gesteckt. Ja, das ist ja auch dein gutes Recht. Das darfst du ja auch. Du bist auch ein sehr starker Magier von Anfang an gewesen. Aber das ist... Ich glaube... Ich habe Charakterbögen teilweise für die Götter gemacht. Und ich glaube, nicht mal die sind so stark wie du. Was wäre... Ich bin ein wandernder Gott. Molly, was wäre... Levi hat Gottkomplex, also von daher... Molly, was wäre denn mit den Tränken? Halt zum Charakter. Was wäre mit den Tränken passiert? Ich habe noch ein paar Tränke übrig. Tränke, das war ja alles Polymorph gewesen. Ich hätte bei jedem gewürfelt, was für ein Tier. Wäre lustig geworden. Also es wären irgendwelche Spaßtränke sozusagen gewesen. Irgendwelche Gimmicks in dem Laden, die man kaufen können. Er hätte sie... Oder was? Ja, genau. Tierverwandlungen. Das ist lustig. Okay, ich überlege gerade... Wer war die alte Dame im Buchladen? War das special-mäßig? War das vielleicht die Großmutter von dem Runentypen? Das habe ich improvisiert, das habe ich ehrlich gesagt aus dem Buch geklaut. Was so? Was ich vor kurzem gelesen habe. Ich sehe gerade, ich habe noch 5 Tetrapack Wein im Inventar, das ist also... Wir machen was habe ich denn noch so im Inventar? Ich hätte eine Hängematte. Ich hätte die Pisse noch einsetzen noch müssen. Ich hätte einfach die Pisse hättest du gerne eingesetzt. Das schöne scharfe Fleischerbeil, stimmt. Einfach mal die Bossgegner. Einfach den Bossgegner vor die Füße schmeißen, die Pisse, das hatte ich vor dem. Oh, und die ist hergescheißen, hatte ich auch noch dabei. Ich hatte das Werwolfsherz noch, ich hatte den. Kannst du immer noch rausschmeißen. Ja, den du übrigens jederzeit hättest benutzen können. Worauf alles eigentlich auch. Damit wäre alles noch klargekommen, mit den besseren Werten. Nicht damit. Was ich hab's halt nicht gebraucht, ich mag meine menschliche Gestalt, deswegen. Ja,
das kommt halt doch dazu. Du bist jetzt schon wirklich, wirklich, wirklich stark. Wenn du das noch benutzt hättest, dann... Hättest halt komplettes Chaos über die ganze Welt gebracht oder sowas. Ich meine, dass wir jetzt in die Vergangenheit reisen und über die Welt herrschen, das ist nicht so weit. Ich habe mit Morty schon geschrieben, was er mit meinem Charakter machen darf. Ja. Nach heute. Also komplett frei drehen. Ich meine, so overpowered wie die Charaktere sind die jetzt sowieso Götter. Wir wahrscheinlich einfach alle umbringen. Ja, wir sind die Götter dieser Welt. Aufzuhalten. Also Gorin und... Es gibt eine Möglichkeit, wie Levi noch stärker werden kann. Ich sehe halt absolut, dass ich versuche... Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Die Charaktere... Diese Charaktere sind sowieso jetzt Götterstatus. Die haben jetzt Götterstatus in der Welt und... Ich denke, wir sollten noch im nächsten... Nein, der Zwerg ist einfach nur explodiert. Wir sollten im nächsten Abenteuer auch mit neuen Charakteren anfangen, unbedingt. Das sowieso, weil... Ihr spielt sowieso ein neues... Balancedes System, hoffentlich balancedes System. Und nicht so overpowered, bitte. Machen, aber nicht so overpowered. Es gibt die Möglichkeit, overpowered zu sein, aber wenn ihr overpowered seid, dann sind eure Gegner auch overpowered. Das heißt, es gleicht sich an. Ja, aber nicht, wenn einer unterpowered ist und einer überpowered ist. Das kann ja sein. Dann gut, aber es kommt halt auch auf den Spieler an, ne? Was für Entscheidungen er trifft und auch ein bisschen aufs Glück, vielleicht was die Items angeht. Ja, auf alles. Ganz ehrlich, wenn nochmal jemand so krass overpowered ist, dann notiere ich. Ich habe jetzt schon mal angefangen zu notieren fürs nächste Mal. Für jedes Mal, wo jemand irgendwas von mir zerstört, füge ich einen Untoten hinzu. Ich bin jetzt, glaube ich, schon bei 160. Ja. Allein heute. Du musst einfach die Bosskämpfe anpassen und das dann einfach. Die waren angepasst. Die Scheinbar waren nicht an die Runen angepasst, weil ich nicht mit den Runen gerechnet hatte, dass die so benutzt werden. Tja, das ist halt die Magie von Pen and Paper. Dass man halt mit Sachen rechnen muss, die nicht berechenbar sind. Ja, ihr habt alles zerstört. Ihr habt wirklich alles zerstört. Da muss man jenseits der Grenze denken. Ich habe halt nicht mal gut gewürfelt die Runde. Ich weiß. Wenn du gut gewürfelt hättest, Gott. Oh, dann, Gott. Dann hätten wir wahrscheinlich das Einkaufszentrum streichen können, hätten wir den Sumpf streichen können, aber es wäre einfach rein. Wenn man 2 Minuten durchmarschiert. Ich caste den Meteor auf den schwarzen Turm. Ja, übrigens, mit dem neuen Modifikator und dem Baden im Team hättest du tatsächlich sehr krasses Zeug machen können. Aber. Was meinst du? Was du da jetzt im Keller dir drauf geschafft hast. Mit dem zweiten Modifikator. Ach so, mit der grünen Flamme. Ja. Mit dem Baden im Team hättest du wirklich, wirklich, wirklich krasses Zeug machen können. Was die Story auch besser vorangebracht hätte und sonst was. Hast du nicht gemacht. Tja. Ach ja, scheiße, hatte ich vergessen. Gott, es ist alles so fucking stark. Was hast du vergessen? Ach so, du meinst... Ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Weil er hat ja die Connection zu dem... Ja. Gott. Es wären Dinge der Gott ist auch vergessen worden, der ist auch irgendwie nicht mein. Es wären Dinge gekommen, es hätte zu einem sehr, sehr großen Kampf buchstäblich kommen können dadurch, aber ist nicht passiert. Götterkampf. Ich habe auch an die Connection gar nicht mehr gedacht zwischen. Ja, weil es nicht relevant war, weil er nicht Schaden gekriegt hat, wirklich. Ja. Es ist. Ich glaube, die Kämpfe müssen halt viel schlimmer werden. Das ist halt einfach. Ich meine, ich fluche dann auch immer während den Kämpfen drüber, aber ich meine, das macht ja einen spannenden Kampf aus, dass die halt einfach nicht gekillt werden, sondern dass das halt dauert. Dass da Schlag für Schlag und Schlag für Schlag und Schlag für Schlag, 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 Schlag dauert. Dass du halt 10-mal nachschlagen musst und es dann wirklich das immer noch nicht trifft. Ja, gut. Wie gesagt,
ihr habt wirklich, wirklich sehr, sehr fucking stark gewürfelt. Das fühlt sich dann auch mehr nach einem Sieg an, wenn dann wirklich dann. Ja, wie durch den Endkampf so durchgerannt sind, ist schon echt hart. Die Bosse haben insgesamt einen Angriff gemacht und das war ein sehr schwacher Feuerball. Ja. Der keinen Schaden gemacht hat. Was hätten sie denn für Angriffe gemacht? Jetzt hast du dir einen Feuerball. Oh nein, ein Feuerball ist nicht so schlimm, der ist schwach. Okay. Was wären denn die Angriffe gewesen, die sie machen hätten können? Der eine hatte einen Kriegshammer, der hätte bis zu maximal 65 Schaden machen können. Zum Beispiel. Und? Ja, schade, dass der nicht tot geblieben ist. Und noch? Noch welche Sachen? Ich muss mal kurz gucken, was die anderen Waffen waren. Wo hatten wir das dann? Tja. Ah jo. Die hätten eigentlich alle 6W10 plus 10 gemacht. Alle. Also bis 70. Okay. Ja, ist was das passiert? Was mich noch abschließend vielleicht ein bisschen interessiert, was steht in der Vorlage? Was ist die Vorlage des? Wir haben ja einen Abenteuer von How to Be a Hero gespielt, was irgendwie nur eine Seite irgendwie war, was wirklich nur. Ich sag's mal so, die Vorlage war im Grunde. Ihr müsst irgendwas nachgehen. Ihr kommt in ein Dorf, das von Räubern überfallen und übernommen wurde. Ihr kämpft gegen den Anführer. Also der erste Teil ungefähr so. Ihr kommt zur Hexe, ihr kommt in einen Berg, wo irgendein verwandelter Gegner ist. Hinten dran ist eine große Sanduhr, die für den nächsten Teil relevant war. Der nächste Teil nicht existent. Okay. Ah. Ja. Ab da wurde es schlimm. Beziehungsweise ja, hast du 2 hat mir Spaß gemacht. 3 war eine Katastrophe. Naja, ich spiele jetzt mittlerweile Loco Rocco. Cool. Und ich denke mal, unterhaltsam war's, aber. Ja, unterhaltsam. Ich glaube, für die Story sind 2% oder so übrig geblieben. Ich glaube, für den. Im Endeffekt. Für die Streams war das legendär. Ich glaube, das ist das. Unterhaltsamer geht's nicht. Das ist einfach. Es ist, ja, ich freu ist ein mich einziges wirklich auf Meme. Weltraum-Ding, weil da habe ich die volle Kontrolle. Da weiß ich, was passiert. Das Ding ist seit, ich glaube, mehreren Monaten wirklich durchgeplant. Da habe ich sehr viele Modi. Story. Es wird Chaos. Modi, du hast es gerade selbst gesagt. Modi, du hast es gerade selbst gesagt. Du hast es durchgeplant. Hast du nichts aus die Herrschaft der Schatten gelernt? Dass deine Pläne zerstört werden. Deine Pläne, das ist. Ja, aber das geht halt wirklich. Gerade du musst. Nicht mehr. Das ist, Modi, du ist, musst. Es ist kein Kampfabenteuer, sagen wir es so. Modi, du musst weniger planen. Du musst weniger. Das ist. Du musst weniger planen. Das ist. Ich sag nur meine Vorbereitung für das Politikabenteuer, das sind Stichpunkte. Da steht nicht sonderlich viel in dem Dokument. Das sind nur Erinnerungsstützen für mich, wo das steht teilweise drin. Das ist der Ort, da hast du was geplant, da kommen die NPCs hin, mach! Viel Glück. Das ist so jetzt. Das ist bei mir so. Ja, bei mir steht ein bisschen mehr. So musst du bei mir, würde ich halt wirklich sagen. Aber ich glaube wirklich, wirklich fest daran, dass ihr es nicht schafft, das kaputt zu machen. Bei mir steht nur drin, da sollen die diese Informationen kriegen. Es gibt 5 Charaktere, die theoretisch die Informationen hätten und wen sie da finden. Viel Spaß. Ja, das ist prinzipiell schon mal nicht schlecht. Weil ich bin auch ganz offen, dieses Mal habe ich wirklich. Der eine ist halt schwerer zu finden, der andere ist halt leichter zu finden, also ja. Let's go. Ja, ist gut. Ich fasse es zusammen, ich hatte das hier eigentlich als was Seriöses geplant. Dann wurde dem Zwerg der Hoden weggeschossen. Modi, das war doch klar, dass das ab dem Zeitpunkt, wo wir in Teil 2
den Penisturm erschaffen haben, war doch klar, dass das nicht seriös wird. Dass das nicht mehr seriös... Ab da an konnte es nicht mehr seriös... Ich hab's hier wirklich versucht, wieder in eine brauchbare Richtung zu bringen. Aber das war doch klar, ab dem... vorbei. Nee, das war mir schon klar, Eigentlich war es mir schon klar, ab dem Moment, wo ich das Straßenschild aus dem Boden gehabt habe. Ab dem Moment war mir klar, dass das, ja, das Abenteuer... Das war aber noch lustig. Das Abenteuer wird trashig. Das wird nichts mehr. Trashig, ja. Aber es war... Geplant war es halbwegs seriös. Dass man es auch... Das hast du sogar... Ganz ehrlich, wenn ich es von Anfang an bis Ende durchgeplant hätte, hätte es eine relativ gute, durchdachte und relativ dark Storyline gehabt. Ja. So habt ihr Hoden verloren, Zwerge umgebracht. Sachen sind, wie sie sind. Und Äxte explodieren lassen. Gut, na dann. Ich würde sagen, wir haben es auch schon... Wir haben es auch schon nach um eins, Modi. Ja. Ich bin durch. Ich würde sagen, wir sehen uns... Ich gehe jetzt weinen. Ich würde sagen, wir sehen uns... Morgen sitzt in der Dusche und weint. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Spaceship-Abenteuer wieder. Mit mehr Chaos. Chaos im Weltall. Perfekt. Danke vor allem an Crowley, der sich jetzt verabschiedet für die nächsten paar Abenteuer. Und vor allem danke an Mordi, der das trotz allem sehr gut gemacht hat als Spielleiter. Danke dafür. Der die Maps hier gestaltet hat im Hintergrund, was wir gesehen, das ist da. Also. Ich werde übrigens hierfür nicht bezahlt. Ja, deswegen. Nur in Naturalien. Deswegen. Von mir nicht. Ja, deswegen. Die Fiole voll Pisse. Deswegen wirklich herzlichen Dank. Naturalien. Also wirklich herzlichen Dank, was Mordi hier leistet. Dass er uns erträgt hier wieder, immer wieder. Das dritte Mal jetzt schon, das vierte Mal eigentlich mit Proberunde. Ja, immer wieder gern. Ich hatte mal eine Story. Ja, dann danke an Yumi fürs großartige Spielen von Silvana. Meine tolle Begleiterin. Ja. Danke an Tarbos. An Ikerikus. Den verrückten Barden. Und dann Marv den Essen Waschbären. Und den Waschbären. Ja. Danke an mich selbst, dass ich so mit Gorin ausgehalten habe. Den katastrophalen Charakter. Den pazifistischen Zwerg. Der wirklich anders geplant war. Ja, er war als Alchemist geplant, im Endeffekt war er einfach nur ein Tank. Ja. Ein verrückter Tank. Ich hab den aber gern. Er war einfach nur ein Tank. Das, wie man ihn spielen sollte. Er geht rein. Und dann geht er auch rein. Ich weiß nicht, wie das. Ich hab den gerne gespielt, auch war auch gerne an dem Charakter. Was auch. Aber ich freue mich auch jetzt gerne, andere Charaktere zu spielen. Es ist gut, dass der Gorin gestorben ist. Den muss ich nicht noch weiterspielen. Da bin ich dankbar. Ja. Ich werde den nächsten Charakter bestimmt auch wieder so versauen. Das ist halt einfach. Mal schauen. Mal sehen. Ich hoffe, die anderen hatten auch Spaß mit ihren Charakteren. Ja, auf jeden Fall. Mit dem Abenteuer. Muhahaha. Mal eben meine Primärwaffe kaputt gemacht letztes Mal, aber hey. Ja, komm, dafür ist sie Schilder und Stärke wieder zurückgekommen. Und das was natürlich cool. Am wichtigsten ist, dass die Zuschauer Spaß hatten beim Gucken. Dafür machen wir es als Stream. Ja. Na dann. Danke fürs Zuschauen an alle Zuschauer. Danke fürs Mitspielen an alle Spieler. Und danke ans Spielvorbereiten an den Spielleiter Modi. Wir sehen uns beim nächsten Pen Paper Stream wieder. Ihr wisst, Spaceship, Politik, Abenteuer. Und dann wahrscheinlich wieder Fantasy. Bis dahin. Ja. Noch ein letztes verzweifeltes Wort vom Spielleiter. Ich gehe jetzt ins Bett. Alles klar. Gute Nacht. Gute Nacht.